Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der zweiten Episode der FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Und vorweg gleich eine Ankündigung, am Mittwoch gibt's den nächsten Stream, also wie gewohnt um 18 Uhr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, dann gibt es den nächsten Livestream und da spielen wir dann die Karriere mit dem ersten FC Nürnberg hier in FIFA 21 weiter. Die kennt ihr ja schon, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal nachschauen, da gibt es die letzten Livestreams anzuschauen. Ansonsten bedanke ich mich bei jedem, der mir Vorschläge für Spieler in die Kommentare geschrieben hat. Da haben wir wirklich ein paar richtig gute Vorschläge nochmal bekommen. Klar, wir müssen auch gucken, wir haben echt wenig Geld. Ob wir da ganz viel machen werden, ist so eine Frage. Aber auf jeden Fall können wir uns mal angucken, was ihr da noch vorgeschlagen habt. Da waren auf jeden Fall ein paar richtig interessante Spieler dabei. Die ganzen hatten wir ja hier schon. Ist die Frage, das hier fängt's an. Bei Luca Netz. Armin Saar habe ich hinzugefügt und auch Rick Jade Jones, die beiden gute Stürmer. Er hier mit einer 63, ein bisschen besser als Rick Jones. Ich glaube, der hat nur eine 59, aber dafür ist Rick Jones richtig schnell. Auf jeden Fall zwei interessante Männer, denke ich, für den Sturm. Ansonsten wurde mir hier Luca Netz vorgeschlagen. Und Onuhan Babuscu habe ich mal aus der österreichischen Liga rausgesucht, weil mir vorgeschlagen wurde, da zu gucken. Weil es ja auch relativ realistisch ist, habe ich mal gemacht. Er hier ist einer davon, den ich gefunden hatte. Und wenn sich jetzt MusicChu fragt, wo seine ganzen Vorschläge sind, das waren ja alles freie Spieler so ziemlich und die meisten freien Spieler sind leider schon bei Vereinen untergekommen, also eigentlich alle. Ich habe alle, die du da eingegeben hast, habe ich auch mal eingegeben, um zu gucken und die waren alle schon bei irgendwelchen Vereinen. Deswegen leider die hier nicht bei uns, aber wir können jetzt auf jeden Fall mal schauen. Ich denke, wir sind von der Mannschaft her schon relativ gut, wir müssen gar nicht so viel machen und ich will trotzdem noch mal gucken, ob wir doch vielleicht ein, zwei von den Spielern, die wir auf der Transferliste haben, verkaufen und dann vielleicht noch punktuell uns etwas verstärken, um dann einfach ganz sicher zu gehen, dass wir oben mitspielen können. Wir haben hier ein Transferangebot für Dennis Dressel bekommen, den will ich aber eigentlich nicht verkaufen und wir kriegen dafür auch ein Angebot mit einem Tausch und wir brauchen halt einfach keinen Mittelstürmer, vor allem keinen, der eine 64 gerade mal hat, deswegen, ja, wir behalten auf jeden Fall Dennis Dressel. Und dann steht jetzt das letzte Spiel der Gruppenphase im Vorbereitungsturnier an. Wir haben ja bisher gerade mal einen Punkt geholt. Jetzt schauen wir mal in der Schnellsimulation, was wir hier noch gegen Udinese Calcio mitnehmen können. Ich denke nicht allzu viel. Die sind schon deutlich, deutlich besser als wir es sind. Ja, 2-0 am Ende, klar. Aber ich muss mal ganz klar sagen, in der Gruppe waren wir der Underdog und das hat sich auch bewahrheitet. Wir sind halt mit einem Punkt jetzt am Ende ausgeschieden. Wir haben hier nochmal zwei Transferangebote. Einmal für Leon Klasen, unseren jungen Linksverteidiger aus Russland ist der Junge. Und wir kriegen hier das hier angeboten, also ganz, ganz bisschen Geld und Blair Turgot, aber das werde ich garantiert nicht annehmen. Leon Klasen ist ein junger Mann für die Linksverteidigerposition, hat noch relativ gutes Potenzial, also da werde ich garantiert keinen 26-jährigen linken Mittelfeldspieler für eintauschen. Und das gleiche gilt auch hier für Stefan Lex, ihn werde ich auch nicht weggeben, vor allen Dingen auch nicht für einen chinesischen Innenverteidiger, der gerade einmal eine 65 hat. Jetzt haben wir noch ein Transferangebot für unseren Ersatzkeeper. Darüber können wir tatsächlich drüber nachdenken. Vielleicht könnten wir den loswerden, ein bisschen Geld generieren und dann einen aus der Jugend hochziehen als Ersatz. Ich denke, das wäre die beste Variante. Was wir jetzt auch mal machen, ist ins Training reinschauen. Das ist ja relativ wichtig, dass man das dieses Jahr spielt. Das heißt, ich werde jetzt auch anfangen, die einzelnen Trainingseinheiten zu spielen, dass wir die möglichst auf guten Noten dann weiter simulieren können bis zum Ende. Und da haben wir schon 3 von 3 Trainingseinheiten mit einem A abgeschlossen. Das ist doch mal ein richtig guter Start hier ins Training. Und hier beim zweiten Training konnten wir mal 2 A's machen und 1 B. Aber dennoch bleibe ich dabei. Die Trainingsleistungen sind hier bisher top. Jetzt haben wir hier ein Transferangebot für Sascha Mölders. Aber ganz klar ist, Sascha Mölders, die Legende, bleibt natürlich. Die werde ich hier niemals verkaufen. Auch wenn er natürlich schon 35 Jahre alt ist, sich ein bisschen verschlechtern würde über die Laufe der Zeit. Aber nie im Leben werde ich den verkaufen. Und auch hier im dritten und somit glaube ich auch letzten Trainings wirklich Block, den wir hier haben, hauen wir nochmal 3 A's raus. Also bisher haben wir wirklich alles bis auf eine Übung mit A abgeschlossen. Das nenne ich mal wirklich gute Trainingsleistungen. Jetzt steht hier für uns das erste Spiel der Drittligasaison hier an. Es geht gegen Viktoria Köln. Das dürfte kein super schweres, aber auch kein ganz einfaches Spiel werden. Wir müssen auf jeden Fall gerade am ersten Spiel natürlich schauen, wo stehen wir überhaupt? Was sind wir für eine Mannschaft? Wo spielen wir mit? Oben, unten, Mitte? Wir werden es sehen, hier im ersten Spiel gegen Viktoria Köln. Von der Mannschaft her habe ich ein bisschen was umgestellt.
Wir spielen nämlich jetzt hier ohne Flügelspieler. Woran das liegt, ist eine ganz klare Sache. Wir haben einfach keine. Lex hat ja auf Flügel gespielt, der ist aber eigentlich ein ZOM. Und der andere Flügelspieler war einfach Neudecker, aber der ist ja eigentlich ein ZM. Und Talik hat ja ZM gespielt, obwohl er ein ZOM ist. Das heißt, ich habe mir so umgestellt, dass Talik und Lex hier so eine Art ZOM-Mittelstürmerposition spielen. Neudecker dafür ins Mittelfeld zurück kann. Wein kriegt seine Defensivposition. Das heißt, ich habe mir eine Menge selbst eingestellt von der Position her. Wird interessant, ob diese Formation so funktionieren kann. Wir werden es auf jeden Fall mal probieren, auf jeden Fall, ja. Mittelfeldspieler haben wir auf jeden Fall genug in dem Kader, muss man ganz klar so sagen. Wobei uns ein bisschen jetzt natürlich trotzdem der Backup fehlt. Da werden wir nochmal gucken, ob wir da noch was machen oder aus der Jugend uns irgendwie bedienen. Aber für den Flügel haben wir einfach gar keine Leute. Ja, wir müssen mal gucken. Ansonsten taktiktechnisch habe ich mal auf ständiger Druck gestellt. Ich will wirklich offensiv spielen. Den Gegner unter Druck setzen in der dritten Liga. Vielleicht was, was weniger Mannschaften machen. Eigentlich Bayern 2 ist dafür ja bekannt, denke ich mal, so in der dritten Liga, da den schönsten Fußball mitzuspielen. Und da werden wir einfach gucken, dass wir da mit 1860 auf jeden Fall auch so eine Art offensiven Druckfußball spielen mit gutem Pressing. Und da wollen wir mal schauen, wie wir uns hier jetzt im ersten Saisonspiel schlagen. Ich werde das Spiel natürlich spielen und wir sehen uns dann gleich im Spiel, sobald ich die Pressekonferenz gemacht habe, hier gegen Viktoria Köln. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum ersten Spiel der neuen Saison. Es geht gegen Viktoria Köln hier. Und das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Wir werden schauen, wo sind wir, wo stehen wir schon, sind wir schon weit genug, um dann auch oben anzugreifen in der dritten Liga, was ja ganz unser Ziel ist. Wir müssen auch nicht aufsteigen diese Saison, denke ich, aber wir wollen auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen und da müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir hier Mannschaften wie Viktoria Köln durchaus besiegen und eine gute Partie zeigen. Klar, wir haben gerade erst die Taktik umgestellt, wir müssen mal schauen, wie hat sich die Mannschaft darauf eingestellt. Also sehr, sehr viele Fragezeichen hier vor dem ersten Spiel. Ich würde aber auch sagen, wir fackeln gar nicht mehr lange und fangen hier direkt an mit dem Spiel. Viktoria Köln hier vielleicht mit der ersten Chance. Aber war der gehalten oder hat den einfach so verzogen? Aber auf jeden Fall Viktoria Köln hier mit einem guten Start. Sehr, sehr viel Ballbesitz am Anfang. Boah, der war gehalten. Richtig stark gemacht von unserem Keeper. Der war auf jeden Fall richtig wichtig. Vielleicht jetzt mal mit Sascha Mölders. Der hat Platz. Sascha Mölders! Sascha Mölders! 1:0 für 1860. Die Löwen gehen hier in Führung. Und was ein schöner erster Treffer hier für Sascha Mölders in der neuen Saison. Und dann mit Tempo durchgegangen. Hätte ich so von ihm nicht erwartet, dass man den so schicken kann. Er da einfach durch die Abwehr durchmarschiert. Aber das hat er richtig stark gemacht. Und so gehen wir hier ein bisschen unverdient mit 1:0 in unserem ersten Spiel der neuen Saison in Führung. Steinhardt geht da über außen in der Mitte. Ist Lex ganz frei. Das war abseits. Schade. Ey, man muss ganz klar sagen, Viktoria Köln hier klar die bessere Mannschaft. Viel, viel mehr Ballbesitz. Das soll abseits gewesen sein. Eieiei. Aber deutlich mehr Ballbesitz hier für Viktoria Köln. Aber die kriegen die Chance nicht so richtig rausgespielt. Wir stehen halt sehr, sehr kompakt, sage ich mal, in der Mitte durch unsere vielen Mittelfeldspieler. Und dadurch erarbeiten sie sich hier wenig Chancen, während wir halt immer wieder gut kontern können. Jetzt zweimal gut gemacht. Einmal hat Sascha Mölders getroffen und einmal war es leider abseits. Jetzt hier mal eine Ecke für uns. Steinhardt bringt die rein. Kommt da einer ran? Ja, da kommt einer ran. Nochmal der Kopfball. Wir gehen hier mit 2:0 in Führung. In den letzten Minuten sind wir aber auch tatsächlich ein bisschen stärker geworden. Dann ist es hier Lex, der trifft. Sehr, sehr geil. Gutes erstes Spiel hier von uns. Wir stehen defensiv echt kompakt. Offensiv haben wir halt unsere Akzente, die wir setzen. Und die sind einfach brandgefährlich. Wir nutzen unsere Chancen hier sehr, sehr stark bisher. Aber wir dürfen Viktoria Köln hier auf keinen Fall schon abschreiben. Die spielen hier bisher wirklich eine gute Partie mit. Viktoria Köln jetzt hier mit viel Platz. Die kontern uns gerade hier aus. Schön gehalten. Boah, Alter. Hiller rettet uns hier wirklich den Arsch bisher. Zwei super Paraden. Hier könnte es durchaus auch 2:2 stehen, wenn Viktoria Köln ihre Chancen so gut nutzen würde, wie wir das bisher getan haben. Aber die bleiben hier nochmal druckvoll. Jetzt haben wir aber zum Glück die Situation geklärt. Und jetzt gehen wir hier mit dem 2:0 in die Halbzeit. Super Ergebnis hier für uns, aber man muss ganz klar sagen, das Spiel war deutlich knapper, als das Ergebnis gerade aussagt. Eigentlich hatte Viktoria Köln ja auch zwei super Chancen. Zweimal Hiller, der da wunderbar reagiert. Ohne ihn hätte es hier durchaus auch unentschieden stehen können. Oder Viktoria Köln hätte zumindest ein bisschen näher dran sein können. So gehen wir mit einem souveränen 2:0 in die Halbzeit. Mölders über außen, kann da eindringen in den Strafraum. Bringt jetzt den Pass in die Mitte. Schön gespielt, einfach gespielt und es ist wieder Lex, der hier das 3:0 macht. Also wir kommen hier richtig stark aus der Halbzeit. Aber muss auch ganz klar sagen, Viktoria Köln hier bisher dann nicht mit der allerbesten Leistung.
Bisschen traurig. Also ich hätte ein bisschen mehr noch von ihnen erwartet. In echt sind sie ja auch relativ gut in die Saison gestartet. Aber wir kommen jedoch relativ einfach immer in den Strafraum. Viktoria Köln jetzt hier auf Außenmann mit sehr, sehr viel Platz. Spielen sie gut. Wieder Hiller, der da ist. Und dann der Ball wieder nur ins Außennetz. Ja, man muss aber ganz klar auch sagen, die nutzen auch ihre Chancen einfach nicht. Klar, Hiller spielt überragend, hält hier alles. Aber ja, einer von denen muss jetzt einfach mal bei Köln auch rein. Wiltsch über Außen, bringt eine Flanke an den zweiten Pfosten, das Tallig, aber richtig gut gehalten vom Keeper von Viktoria Köln. Wir bleiben aber nochmal im Ballbesitz, vielleicht können wir uns hier noch eine Chance rausspielen. Nochmal Tallig über Außen und wieder ist der Keeper da. Also Mielitz hier bisher wirklich mit einer guten Leistung, auch wenn er schon 3 gefangen hat. Jetzt hier Viktoria Köln, den müssen sie jetzt aber machen. Was macht der Keeper da? Warum kommt er raus? Eieiei, da will er den Winkel verkürzen und auch die Möglichkeit ein bisschen zumachen, den noch rüberzulegen. Wird dann aber eiskalt überchippt. Ich habe aber übrigens nichts gedrückt. Also ich habe den nicht rausgeholt. Ja gut, klar, er muss ein bisschen rauskommen, aber naja. Der war ärgerlich. Somit jetzt nur noch 3:1. Ja, Viktoria Köln, ne? Nicht, dass ihr hier noch zurückkommt. Das wäre schon sehr, sehr ärgerlich für uns. Mölders mit einem schönen Pass auf Tallig, aber der ist kaputt. Der schleppt sich da eher zum Tor. Macht das Ding auch nicht. Er trifft die Latte. Das wäre hier die Vorentscheidung gewesen. Das 4:1. Aber leider, leider macht er den nicht. Jetzt müssen wir hier tatsächlich nochmal zittern, dass Viktoria Köln nichts aus ihrer Druckphase machen kann. Aber genau das wollen sie hier tun. Wieder sind sie frei durch und sie machen das 3:2. Wir verspielen hier fast aktuell eine 3-Tore-Führung. Nur noch ein Tor und Viktoria Köln hätte hier tatsächlich ausgeglichen. Man merkt natürlich, unsere Taktik, die ist, ja, Kraftkosten. Am Anfang haben wir super gespielt, sie ganz klar hinten reingedrückt, aber jetzt uns fehlen die Kräfte, gerade in der Innenverteidigung. Die sind einfach zu kaputt und da gehen sie jetzt immer wieder mit den Schläufen rein und kommen auch immer wieder zu sehr, sehr guten Abschlüssen, wie hier beim Schuss. Und da steht es eben jetzt 3:2. Viktoria Köln, was spielen die hier jetzt gerade für einen druckvollen Fußball? Warum haben sie das nicht von Anfang an getan? Fragen sich wahrscheinlich die Fans von Viktoria Köln. Holy shit, Alter, das wird hier nochmal richtig eng in den letzten Minuten. Neudecker, der jetzt hier zur Ecke geht. Natürlich, wir müssen nur noch Zeit von der Uhr nehmen. Der ist technisch beschlagen, das hat man ganz klar gemerkt. Dann ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen das erste Saisonspiel gegen Viktoria Köln mit 3:2. Boah, wir hätten ja echt beinahe noch das 3:0 verspielt. Das wäre sowas von bitter gewesen. Wir waren wirklich am Anfang die klar bessere Mannschaft. Auch wenn man natürlich sagen muss, Viktoria Köln hat einfach auch super viele Chancen vergeben. Aber dann ist unsere Mannschaft wirklich durch die Fitness eingebrochen am Ende der zweiten Halbzeit. Dann habe ich aber auch gemerkt, uns fehlt noch Tiefe im Kader. Ganz klar, wir haben eine super erste Elf, haben wir heute gesehen. Was uns fehlt, ist die Tiefe. Und das ist das, wo ich auf jeden Fall nochmal angreifen muss und noch ein bisschen Tiefe in die Mannschaft bringen werde und muss auch. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal die Jugendmannschaft durchgucken, was für Spieler wir da haben, die da eventuell Lücken füllen können. Und dann müssen wir uns langsam darüber Gedanken machen, welche Positionen wir auf jeden Fall noch verstärken müssen. Jetzt sind wir hier mal in unserer Jugendakademie und analysieren, was für Spieler wir haben. Wir haben einmal einen Torhüter. Der ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir haben einen kranken Keeper, das haben wir im Spiel gesehen. Da müssen wir nicht wirklich viel tun. Als Backup könnte man ihn eventuell später mal holen. Dann haben wir einen rechten und linken Verteidiger, das ist auch nicht schlecht. Auf den Positionen müssen wir also auch auf jeden Fall mehr nichts machen. Da können wir zur Not ihn hochziehen. Dann haben wir einen ZOM, auch das ist nicht blöd. Nochmal ein ZOM, auch das ist gut. Ein linken Flügelspieler. Gut, wir haben keinen linken Flügelspieler, also wir haben keine Position, linken Flügel. Bei ihm könnten wir mal in den Entwicklungsplan eventuell reinschauen und ihn versuchen umzutrainieren. Wie lange dauert das denn, wenn wir ihn zu einem, ja, sage ich mal, ZOM oder Mittelstürmer machen wollen? Ja, das geht. Machen wir ihn nochmal zu einem, das dauert ewig, aber wir können es ja mal versuchen. Machen wir ihn doch mal zu einem Mittelstürmer. Und schauen, ob wir ihn dann auf der Position als Backup einplanen können. Und wir haben hier noch einen Mittelstürmer. Ja, also die beiden könnte man dann dafür nehmen. Das ist schon mal gut. Also was wir nicht brauchen, ist ein ZM, ein Rechtsverteidiger und ja, Mittelstürmer und Torhüter halt. Das heißt, dann schauen wir mal ganz kurz in den Kader. Was ich nämlich gemerkt habe, uns fehlt ein Innenverteidiger. Denn nach Moll ist Erdmann da. Den will ich aber halt als ZDM-Backup dann haben, solange er noch da ist. Das heißt, der ist nicht als Innenverteidiger eingeplant. Dann ist das nächste, was wir haben, Belkahia. Und der hat eine 58. Da wäre es schon ganz geil, noch einen Spieler zu haben, der eventuell eine 60 oder sowas hat.
Ich glaube, das ist die einzige Position, wo wir wirklich noch unbedingt was brauchen, ist die Innenverteidigerposition. Doch, würde ich so sagen. Und dann schauen wir natürlich auch mal direkt nach, wen wir da schon auf der Liste haben. Das ist einmal Omar Rekik. Den wird Hertha aber leider nicht verkaufen. Er will sich nicht neu orientieren. Das heißt, einziger Mann, der für die Position interessant wäre, ist Armel Bela-Kotschap von Bochum oder eben Jonas David von Hamburg, wobei Bela-Kotschap deutlich billiger sein dürfte. Das heißt, ich denke, ich würde tatsächlich Bela-Kotschap als Innenverteidiger-Talent verpflichten. Wie viel Geld haben wir? 1,8. Das würde reichen. Wir können genau den einen Backup für die Innenverteidigerposition kaufen. Ich denke, das ist sinnvoll, weil wir im letzten Spiel einfach gesehen haben, wie schnell die kaputt sind. Das heißt, ich würde jetzt mal schnell in die Verhandlungen mit Armel Bela-Kotschap reinstarten und dann wollen wir den nochmal verpflichten und gucken, für wie viel wir ihn verpflichten können. Wir konnten uns hier mit dem VfL Bochum einigen. 900.000 müssen wir zahlen. Geben Belkahir noch oben drauf, also unseren aktuellen Backup-Innenverteidiger. Ist ein bisschen viel, ich hätte gern ein bisschen weniger gehabt, aber es ging einfach nicht anders. Und ich werde das jetzt annehmen, weil ich nicht noch Bock habe, nochmal nachzufahren. Ich bin einfach froh, dass wir es jetzt endlich durchhaben und ich würde es jetzt einfach mal annehmen. Und damit haben wir jetzt den Transfer von Bela-Kotschap abgeschlossen. Rotationsspieler kriegt da 5 Jahre Vertragslaufzeit und ein Gehalt von 700.000. Damit verpflichten wir ihn auf jeden Fall als unseren Backup-Innenverteidiger. Und wir haben auch noch ein Transferangebot von Heidenheim für Marius Wiltsch, unseren Rechtsverteidiger. Der hat mir aber echt ganz gut gefallen im letzten Spiel. Das heißt, den würde ich ungern abgeben. Allein auch, weil es einfach schwierig wird, für das Geld, was wir für ihn kriegen, noch einen guten Backup zu kriegen. Das heißt, ihn würde ich eigentlich lieber behalten wollen. Nachdem wir jetzt den ersten Transfer dieser Saison getätigt haben und auch das erste Saisonspiel gespielt haben, denke ich, ist es an der Zeit, diese Folge hier für beendet zu erklären. Ich denke, wir haben viel geschafft in dieser Folge. Wir haben auch noch 900.000 tatsächlich über an Transferbudget. Von dem Geld würde ich aber in vornherein erstmal versuchen, einen Scout zu holen noch, einen ganz okayen, einen Jugendscout, um halt noch ein paar mehr Talente reinzukriegen, weil es einfach wichtig ist, gerade bei einer Mannschaft wie 68 für die Jugendarbeit zu setzen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel auch in dieser Karriere. Das heißt, da werden wir dann auf jeden Fall schauen, dass wir vielleicht noch einen ganz guten Scout kriegen, vielleicht sowas 3-Sterne, 4-Sterne mäßiges, irgendwie sowas in der Richtung, um dann einfach noch ein paar Talente zu scouten. Ich denke, von der Mannschaft her sind wir auch ganz gut aufgestellt. Uns fehlt noch ein bisschen die Tiefe immer noch, würde ich sagen. Um wirklich tief in den Kader zu kriegen, brauchen wir einfach noch die Talente, die aus der Jugend hochkommen. Die werden ja aber mit der Zeit dann irgendwann kommen und dann, denke ich, haben wir auch einen Kader, der auch von der Breite her auf jeden Fall gut aufgestellt ist, um dann am Ende mitzuspielen. Um den Aufstieg, wir haben es im ersten Spiel gesehen, wir hatten eine gute Truppe. Ich denke, wir können hier viel schaffen und ich denke, mit 1860 ist die Saison sehr viel möglich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da, denn dann sehen wir uns einfach das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.